Aber Gegen Tim und Nico, also Obernos ist Tim, das weiß ich, und Sir Nico, weiß ich jetzt nicht. Hier habe ich schon mal Obernos. Ja, ich halt, ne? Das ist halt jetzt die Frage. Es ist gerade die Frage, ob der Mike und Elvi spielt, aber viele denken, dass es unfair ist. Und ich habe damit gemeint, ich könnte auch mitspielen, aber ich habe Das keine hilft Ahnung. nichts, du bist gleich stark wie ich. So ein Bl weißt du, ich habe 3 Monate nicht gespielt. Das letzte Mal, dass ich gespielt habe, war klar, war Weihnachtscup. Das sind nicht mal 2 Monate, aber gut. Haben wir das nicht im Dezember gemacht? Es ist Ende Es. Februar. Ja, dann sind es aber nicht 3. Knapp 3. Egal, aber jetzt, Was? also Emmy hat Eins, jetzt geschrieben, zwei. dass du und ich spielen sollen. Ah, Nai und Gaukler. Ja, Ja, das aber weiß ich jetzt nicht. es ist also die kleine Frage, die Frage ist, es sind so viele von uns, keine Ahnung, welche Rank wir sind. Verstehst du, was ich meine? Ja, Ja, also aber ich ich habe würde seit sagen, vier dass du Monaten, ungefähr gleich stark bist wie ich. aktiv nicht mehr gespielt. Ich würde sagen, du spielst jetzt sicher besser als ich, weil du aktiv spielst. 100 Pro. Das Ja, kann sein, dass ich vielleicht das auch wird weniger so sein, Obermanns ja. habe. Ja. Ja. Ja, mir ist es egal, sie müssen sich einigen, ich kann schon Mir auch. spielen, ja. Okay, dann sage ich einfach denen, die sollen es entscheiden, okay? Ja, sie Genau. sollen es entscheiden. User left your channel. Lolle. Was eine Geburt. Aber echt, mein Gott, bei Netz sollen sie halt eben den Siegpunkt abgeben. Normalerweise ist es, wer Netz spielt, der hat automatisch gewonnen. Ne? Ja, wenn der ja da ist. Ach so, weil Wenn das der nämlich da Länderfisch nicht ist. da ist, ja. Genau, richtig. Meine Ja, Güte. nee, ich bin da fair, ja, ich gebe denen eine Chance. Ja, natürlich, aber der ist da so groß und drumherum und so eigentlich scheißegal. Es geht doch um den Spaß. Offensichtlich macht denen das Herumscheißen Spaß. Kann ja sein. Vielleicht sind die immer so ein bisschen fäkal fixiert oder so, ich weiß ja nicht. Ja. Mal hier einen Channel löschen, ja. Adai und Abby, Channel ne, alle. deleted. Adai und Evie, okay. Jetzt kannst du wieder hinmachen. Game 1 und Game 2. Nikolai. Dann tut man halt wieder hin, Game 2. Channel created. Also haben wir jetzt einen Goldspieler. Channel edited. Haben wir jetzt 2 Goldspieler sozusagen. Gegen einen Bronze und einen Goldspieler. Naja, wenn sie mal. Legacy of the Void. Alles klar, gut. Dann kann ich ja eigentlich mal das hier ändern. Das ist ja quasi dann Adai. Adai mit Evie.
User joined your Mike, channel. Wir wollen ja? nur Dschungel und Verseuchung nicht. Alle anderen Maps sind okay. Und wir kennen gar keine Maps, die sind nicht mehr fliegen, okay? Also nur den Dschungel und die Verseuchung nicht. Ja, genau. Okay. Okay. User left your channel. Warte mal, da gibt's irgendwo so eine coole Map. Warte mal, schnell mitkommen. Wo ist denn die? Lustiges. Blizzard-Karten, hier. Fälle des Todes ist ganz okay, das nehmen wir. Kauft. Jetzt hab ich auch. Oder Fälle des Todes sieht schön aus. So, wie heißt jetzt da der eine noch da? Nikolai. Warte mal, ich schlage vor. Nikolai. Mann, ne, der hat da was geschrieben, glaube ich. Du siehst, in der Gruppe ist er auf einmal da gewesen irgendwo. Ja. Nikolai und. Und Obernus. Obernus. Uah, da geht sich das nicht aus. Okay, ja, dann müssen wir hier verschieben, aber eigentlich so. So. Oder machen wir hier mit so einem tollen Unzeichen? Da gibt es zwar, machen wir so ein tolles Unzeichen, schaut sich hier besser aus. So. Ah, das sieht besser aus. Das machen wir so. Wir hatten da noch nicht angenommen. Haben alle angenommen? Irgendein. 5 von 6 steht bei mir. Jetzt. Ja. Du nicht, oder was? Nee, ich hab angenommen gehabt. Okay. Oh, stimmt, da haben wir ja 2 Terraner mit Evelyn und Adai. Und da haben wir 2 Protoss, lol. Ein PvT sozusagen. Okay. Ich bin auch Schiedsrichter. Das ist so scheiße, dass man hier den Chat nicht mehr in der Lobby drin hat. Das war viel besser früher. Mm, ja, fand ich auch. Generell, der Chat, finde ich, der ist so kacke geworden. Alle ready, alles klar. Na, das wird mal ein interessantes Spiel, ne? Ja. Weißt du nicht so genau, was ich davon halten soll bis jetzt, aber gut. So, jetzt mal hier da wieder Musik abwürgen, da braucht kein Mensch. So, StarCraft-Musik rein. Alles klar, also jetzt hier quasi die finale Begegnung im Clan War Black Phoenix gegen Night Warriors Reloaded. Und zwar, okay, Evelyn schreibt gleich eine Gruppe, good luck, gefahren, auch gut. Und zwar. Ja, Hä? Ja, guck mal, was Anna geschrieben hat. KLKHF. Ah ja, ja, auch gut. Gut kacken. Gut kacken, lang kacken, oder so. So wie gute Zeiten, schlechte Zeiten. So, genau, GZ, SZ, ne? Das darf man schreiben. Na egal. Jawohl. So. Also jetzt hier. Die letzte Begegnung wird jetzt im 2 gegen 2 ausgetragen, weil der Platin-Spieler vom Gegner-Clan nicht anwesend war. Und somit haben wir hier unten gespawnt in Blau den Terraner Adayadi und den roten Terraner Evelyn, die für den Clan Black Phoenix spielen. Die beiden spielen gegen Nikolai und Obernus. Die oder der oder dessen Obernus? Dessen Obernus war mal. Dessen Obernus. Dessen Obernus? Sind wir uns da einig? Ja, dessen. Okay. Gut. Bombenplan der
Oh mein Gott, ich vergesse immer wieder Night Warriors. Night Warriors Reloaded. Die bauen jetzt auch hier vorne zu. Obwohl kein Zerg im Gegner ist. Interessant. Vielleicht machen sie ja komplett dicht. Ja, schade. Gut, Adai wird Biu spielen, wie es ausschaut, mit zwei Barracks. Bei Evelyn weiß man es noch nicht, was es wird. Evelyn pinkt hier irgendeine Scheiße an. Was, Adai will hier eine Goldhexe nehmen. Ist er denn goldmüde? Sag ich, ist er denn lebensmüde? Kein Plan. Naja. Eine Forge, Gate, Core, schaut alles noch relativ Standard aus. Und wir sehen einen Reaper bei Evelyn. Und auch Reaper von Adai. Okay, also die spielen Double Reaper hier. Ah, das war vielleicht das Gepingen, dass hier der Treffpunkt ist für die Reaper. Das kann sein. Weil ich vermute mal, dass Evelyn dann Adai die Kontrolle geben wird, damit das effektiver ist. Ja. Das kann sein. Dann kann sich Evelyn wieder aufs Spiel konzentrieren und Adai kann währenddessen die Gegner stressen. Aber Mama Kern ist schon unterwegs hier bei Obernus. Und auch schon bei Nikolai. Sogar mit Chronoboost. Heißt, er wird mit den Reapern vielleicht nicht allzu viel machen können. Exe jetzt von Nikolai. Für Satz zu den Herren, die hier unten sitzen, so früh schon zu Exen etwas riskant. Nein, finde ich nicht. Vom Protoss. Wenn man Voltray spielt und sonst nichts in der Base hat und dann zu Exen. Dann schon. Jo. Das ist riskant. Ah. So. Die werden jetzt hier ganz easy gekaltet. Einmal geht garantiert drauf, jawohl. Gescoutet. Die gehen auch noch mit, sehr schön. Genau. Ah, jetzt sind da beide natürlich. Okay, zieht sich zurück fürs Erste. Oh, jetzt sind es aber schon viele Reaper. Ja, sind wir schon 6 Reaper jetzt mittlerweile, genau. Voidray, ja. Ja, war in der Produktion gestanden. Uiuiui, jetzt fliegen da Granaten. Ja, die werden jetzt draufgehen, die Reaper. Das ist das Einzige, was sie machen können. Schön draufgehen lassen, naja, okay. Aber egal wie, der Voidray wurde gespottet. Ja. Das ist schon mal gut, weil es ist ein weiterer Voidray ist im Bau. Und sonst noch ein Stalker. Okay, ein weiteres. Obernus sichert jetzt hier mit Cannons ab. Ach gut. Mal schauen, was machen die Terraner. Hier sind nochmal ein paar Reaper. Haben jetzt auch eine Echse Terraner geschmissen. Meistens ordentlich Barracks. Mhm. Das sind aktuell eine Fabrik. Zwei Fabriken jeweils. Also und eine Kaserne im Bau. Es wird Level 1 Upgrade getaggt. Boah, ist das Production Tab lang jetzt mittlerweile hier bei Adai. Ja, da sieht man aber auch, dass er schon mal in höheren Ligen früher gespielt hat. Ja, was war sein höchstes? Ich glaube, Platin war das höchste. Ja, Platin war das höchste. Aber jetzt nach Spielpause. Hm. Ja, Adai ist ungefähr auf meinem Level. Wird er wahrscheinlich sein, mal schauen. 3 Lord Rays. Da wird die Hedge rüber geflogen, sehr schön. Hedge, echt? Ja. Ich würde sagen, es ist eine CC. Ja, es ist das gleiche. Ja, ich glaube, die Hedge, die würde immer so austropfen. Das wäre wie so ein Tropfen der Overlord. Ja, also, das ist genau so eine Tropfstein-Base. Ja, ich bin halt eben ein Zerg-Loop, ich weiß nur, wie die Einheiten von Zergs heißen, richtig? Ja. Ja, aber jetzt haben wir hier schon 4 Void Rays. Wenn sie da nicht bald was unternehmen, dann wird das ein sehr kurzes Spiel für die beiden. Naja. Also ich bin generell so der Meinung, warum spielt man Void Rays gegen Terraner? Das ist halt so etwas sinnfrei für mich, weil die Terraner spielen so häufig Bio. Und gegen Bio bist du mit Void Rays einfach, ja, natürlich, im Arsch. Aber hier, wenn du 4 Void Rays hast, natürlich kannst du hier bei den Echsen ganz gut stressen. Das geht gut. Gibt zwar bessere Maps dafür, aber es geht hier. Ja, aber auch so, sie müssen dann die Army splitten, ja. Aktuell haben wir 2 Marines und einmal 12 Marines. So viele Marines haben sie gar nicht. Und eine
eine Willow Mine. Also aktuell sieht's recht gut aus für die 4 Void Trails. Ja. Gut, die haben 1er Angriffs-Upgrade. Ja. Mal gucken jetzt, wie sie reagieren hier unten. Es wird geliftet. Ja, die Base okay. Wird draufgehen. Laufen 4 Marines vor. Ja, die anderen kommen nach. Okay. Ja, es ist auch schön gemacht. Ein Counter-Go. Da müssen Raketentürme hin und muss ein Counter-Go gemacht werden. Na, Counter-Go, da haben es fast noch ein bisschen wenig. Wenn wir uns das anschauen, ja, aber steht hinten. Na, steht fast zu viel mit den Cannons dazu. Ja, mit den Cannons, das ist richtig. Wir müssen jetzt gucken, dass sie weiter exen. Ja. Einkommen aktuell liegt bei den Herren ungefähr bei 2200 und bei den TOS ebenfalls 2200, wobei das bei den TOS mehr ausgeglichen ist, das sind 1100, 1100. Bei den Herren ist das so 3000, 1400, 1300 und 700 bis 800. Mhm. Also man merkt definitiv ganz klar, dass einer von den beiden Terran der schwächere Spieler ist. Ja, das wird Evelyn sein, ne? Der Bronzespieler. Das ist Evelyn, ja, natürlich der Bronzespieler. und hier Nikolai und Obernus, die beide auf dem gleichen Niveau ungefähr spielen. Auch von dem Gasmanagement, von den Arbeitern her. Oh, wir sind Carrier. Ich glaube, wir sind Carrier. Oh, da kommt ein Drop von Adai. Ja, toll. Da war ein Drop von Adai. Ja, aber der hat was gekillt. Wurde schon gespottet. Ach, das geht hier nicht mehr. Genau, stimmt. Wir sind in 2 gegen 2. Ich kann kein Unit Lost Tab mehr aufmachen. Ja. Warte, da ist noch was. Ja, jetzt boah. Musst du wieder schon weg. Boah. 10 Lebenspunkte über. Das war knapp, du. Oh, jetzt sind es doch schon sehr, sehr viele Void Rays. Bin gespannt, weil Flottensignalgeber steht, ob da noch Carrier kommen. Okay, Evelyn spielt viele Marines, das ist gut. Ja, aber die würden, wenn die nicht weiter gepusht werden, bringt das auch nichts mehr. War gerade ein Scan irgendwo. Die Marines sind aufgewählt mit Combat Shield. Ja, und 1-1 bei Evelyn. Und 1-1. Auch bei Adai. Und 1-2, Level 2 Upgrade läuft schon. Es sind Vikings da gegen die Void Rays. Jetzt kommt ein Drop von Evelyn. Aber steuert Adai, glaube ich. Ich frage mich jetzt, wo sind die Liberator? Wo sind die Liberator? Ja, die brauchst du jetzt eigentlich, weil geklumpte Void Race gegen Liberator ist richtig Bombe. Wow, das ist Hammer. Ja. Wo sind die Libis? Jetzt kommt Roboter Doc, jetzt kommen doch auch noch Kolosse. Ah, der spielt Kolossi Void Ray. Okay. Jetzt kommt Phönixe. Okay. Da kommt nochmal ein Drop von Evelyn. Also das ist eh der. Ja, der hat jetzt aber nicht viel Schaden gemacht. Nee. Das war eher. Aber er sieht zumindest mal die. Er sieht die Phönixe. Und er hat einen Pylon gekickt. Da unten kommen jetzt gleich die Void Trails wieder in die Terran Base rein. Wow, das da ist stehen viel. Aber, drei da stehen aber drei Raketentürme. Na, no, ist egal. Mit den Arbeitern noch. Ah, zu sich aber die Raketentürme, die machen schon Schaden, ne? Ja, ja. Er ist halt eine Pussy. Alarmiert. Aber der aufgeladene Strahl, das ist einfach. Ja, jetzt wird es natürlich ein bisschen eng. Kredulianisch. Wenn sie jetzt die Void Rays nämlich halbwegs was killen können, wäre es gut. Ja, guck mal, da verlieren sie einige. Das ist sehr gut.
Das hat sich überhaupt nicht rentiert, Gott sei Dank. Naja, ich meine, er hat zwei Base gekickt, gell? Das Income ist jetzt natürlich länger im Denied von Adai. Adai ist jetzt mal auf One Base. Und er hat halt nicht wirklich so viele Mins für eine Echse, ne? Ja, da kommt ja, jetzt auch der Counter Go. Dafür hat Evie aber weiter gehatcht, zwei Stück. Mhm. Ja. Eine ist gerade am Aufbauen. Und wenn er da jetzt ein paar Mulde schmeißt, weil er hat relativ viel Energie bei seinen Hatches. Also alle drei können rein theoretisch schmeißen. Ja, und wenn dann die Bio-Wall kommt, dann werden wir sehen, was da noch steht, ne? Vor allem, was hat der andere Protoss? Der hat nur Stalker. Oi. Die werden natürlich von der Bio-Army richtig zerfetzt. Sind zwar nicht so viele Marodeure dabei. Aber die Masse macht. Die Masse, ja. Zwei Einser. Genau, jetzt brechen sie hier durch. Haben die. Und die Voidress sind noch in der Base, ja. Wenn sie jetzt ist. Genau, jetzt natzen sie den Stalker wahrscheinlich weg. Ah, sie ziehen sich zurück, clever. Gehen gemeinsam drauf. Genau, und jetzt müssen sie drauf. Schön geblinkt jetzt hier, schöner Move. Und da kommen dann die Void Rays. Und die Void Rays, die schießen natürlich alles weg. Die Phönixe schnappen sich schön. Die Medivacs. Uiuiui, Medivacs. Ja, das sieht jetzt gut aus hier für die Night Warriors. Wobei ein bisschen Reinforcement haben. Hat Team BPX noch. Da kommen nochmal Einser, nochmal die Dreier Upgrades kommen jetzt auf die Infanteriewaffen. Jetzt müssten sie eigentlich reingehen. Rest noch sammeln. Jawohl. Schön die Belo-Meile ausgenutzt. Hoch. Und dann von der Ebene oben herunterschießen. Gucken, dass sie sich nicht zitten. Eins nimmt zu früh, das nimmt der Abby. Mhm. Jetzt schön drauf. Da ist ein Mothership voll dabei. Es ist definitiv das GG. Ja. Na, ein Tor. Ja, da kommt das GG. Alles klar. Und somit haben wir das 1:0 für die Night Warriors. Langsam werde ich müde. Alles klar. Das heißt, jetzt wird es langsam eng für Black Phoenix. Das könnte jetzt das letzte Game sein. Alles klar. Und ansonsten sind die Maps ja sowieso egal, haben sie gesagt. Dann bin ich für L'Areal-Gipfel. Nee. Schlick City. Oh komm schon. So können wir auch spielen. Ich spiele für Night Warriors. Gehst du wieder fremd oder was? Ja, aber das wird dann ein bisschen OP sein, oder? Ah, ne, stimmt. Na, doch. doch. Wieso ist das OP? Nee, ich würde dich ficken. Ah, du hast gar keine Chance. Du bist Silberspieler. Ja, ey. Ich habe ein Silberturnier gewonnen, ne? Ey. So, die zwei Freunde Night Warriors sind noch kurz auf K. Ja. Das nutze ich, für mir ein zweites Bier zu holen. Oh je. Ja gut, jetzt ist ja eh egal, weil du bist eh in der Lobby schon drin, das passt ja. Ja, eben. Ja. Alles klar, dann mache ich nochmal hier irgendwo so ein bisschen da die Mucke an und so und mute mich wieder.
Okay. Dann gehen wir's an. Oh, Adai spielt jetzt Protoss, Adai spielt jetzt kein Terraner mehr. Auch interessant. So. We're back in game. Yo. Also, das könnte jetzt eventuell das letzte Game sein. Wenn hier das Team, was rechts unten gespawnt ist auf der Map, nicht gewinnt, dann hat der Clan, ist der Clan War für die Night Warriors mit 3-2 ausgegangen. Andernfalls gibt es noch ein letztes Game. So. Also, was haben wir jetzt hier Neues? Rechts unten jetzt auf Flick City gespawnt in Blau. Der Protoss jetzt, Adai. Vorher war er Terraner, jetzt spielt er Protoss. Gespannt er sofort. Vielleicht kommen da DTs oder Blinkstalker oder mal schauen. Und der spielt natürlich wieder zusammen mit dem roten Terraner Evelyn. Auf der anderen Seite. Finden wir, ich hab Mund voll. Okay. Dessen Obernuss. Dessen Obernuss. Night Warriors. Genau, jetzt hast du es auch mal kapiert. Ja, brauch ein bisschen. Ebenfalls von Night Warriors. Ja. Und jetzt haben wir quasi hier kein PvT mehr, sondern wir haben ein PP gegen PT. Und das Einzige, was wir in diesem Spiel voraussagen können, ne? Hier ist kein Full-Outsider. Ja, das ist völlig richtig, ne? Oh je, Adai spielt Cannon Rush. Das wird ein Cannon Rush. LOL! Oh ne, das ist... So, jetzt muss ich einmal gucken. In der Ansicht von Nikolai. Von Obernus, Entschuldigung. Sieht Obernus diesen Cannon Rush? Nein, er sieht nicht jetzt. Der Pylon. Aber jetzt ist zu spät. Der geht durch. Die Frage ist nur, was macht jetzt dann Evelyn, um das zu supporten? Kommt da vielleicht Reaper oder so? Ja, und da verließen sie ihn. Die Chance ist vorbei. Die Base wird down gehen. Noch schön gecancelt. Unser lieber Evelyn, der spielt... Was spielt er denn? Ja, irgendwas Richtung Bio schaut es aus. Keine Ahnung. Ja, macht Stim? Sieht aus. Stim? Ja. Obernus geht jetzt hier gleich rüber zum Nikolai und sagt, hilf mir! Und äxt gleich an der Gold. Hier sehen wir, was passiert, wenn der Chinese aggressiv wird. Ja. Deswegen hat er Protoss gewählt, okay. Aber jetzt hier von Nikolai Stargate. Wir sehen wieder Voidray, okay. Ich habe jetzt gedacht, vielleicht kommt ein Oracle. Ich hätte jetzt einfach mal einen Oracle rübergeschickt zum Adai. Weil der hat jetzt sogar wirklich nichts hinten. Ja, aber gut, dann halt mit dem Voidray. Offensichtlich mag er Voidrays gerne. Aber nichtsdestotrotz muss man sagen... Nichtsdestotrotz muss man sagen...